Hallo Leute, willkommen zurück zur immer noch achten Welt. Und ich kann euch versprechen, so langsam wird's schwierig. Weil das Level wird interessant, ob ich das schnell schaffe oder nicht. Ja, es wird wieder dunkel. Haha. Nehmen wir den Glühlock mit und ab geht's. Ab geht er. Ich mag Dunkellevel eigentlich überhaupt gar nicht. Mit Glühlock kann ich nicht tauchen, also weg damit. Das ist ein komplett dunkles Unterwasserlevel. Aber mit neuen Gegnern, was eigentlich auch ganz cool ist. So, ist hier oben irgendwas? Nein. Da oben ist schon mal eine Sternmünze. Also diese Leuchtfische sind eigentlich ganz nett, weil die machen mir wenigstens ein wenig Licht. Bloß nicht in die Kugeln rein. So, die Gegner mag ich aber mal gar nicht. Also, sterbt ihr alle. So. Wieder Glühlock. Kann ich die damit erledigen? Ja, geht. Okay. Allerdings habe ich das Gefühl, wenn die erste Sternmünze oben war, dann wird die zweite doch sicherlich unten sein. Also schauen wir doch mal, ob hier irgendwas ist. Die Laternenfische sind aber auch eigentlich cool animiert. Mario ist da eben niedlich, anstatt wie in echt sind die ja ein bisschen gruseliger. Naja, gucken wir erstmal oben lang. Wir können ja zur Not nochmal zurückgehen. Ja, und schon werden wir gezwungen, nach unten zu gehen. Kaum sagt man was. Ja, ich schaue nochmal nach. Ja, tut mir ja leid, dass ich euch abballern muss. Okay, also es geht hier unten auch rein. Und was geht's hier auch weiter? Hier geht's auch weiter. Dann würde ich sagen, wir nehmen unten den Gang. Ja, das hört sich gut an. Okay. Hier scheint eigentlich nicht viel zu sein. Nur Geld. Eine Menge. Aber ansonsten nichts. Na gut, konnte man ja nicht wissen. Also wieder raus. Gehen wir den regulären Weg. Oh, und jetzt sind die Viecher oben wieder da. Das ist natürlich doof. Ja, sag ich nur. Doch. Das war natürlich doof. Na gut. Gehen wir den normalen Weg weiter. Oh, cool, Quallen. Quallen, die uns Licht machen. Und uns töten wollen. Irgendwie wollen uns sowieso die meisten Gegner töten. Das verstehe ich gar nicht. Ich habe denen noch gar nichts getan. Ich bin doch bloß Mario. Na komm. Zack. Ah, ist das geil, wie die hier runterfallen. Ah, cool gemacht. Sehr cool. Okay. Wie komme ich da durch? Ich würde sagen, ich muss irgendeinen Schalter umlegen. Den da oben. Okay, gut. Mal erstmal. Na, komm runter. Gut. Und du auch. Und zack. Die ganzen Blooper. Wow. Gut, die zweite Münze haben wir auch. Wow. Ich habe mein Power-Up wieder verloren. Blooper. Blooper-Angriff. Stern. 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 Boah, das kriegst du zurück. Stern 2. Okay. Ich hätte lieber ein Power-Up. Ganz ehrlich. Da unten ist doch eh nur ein Leben drin. Wahrscheinlich. Jo. Na gut. Wär's mit dem Mittelpunkt? Komm runter. Komm runter. Okay, danke. Die Quallen dürfen uns natürlich nicht treffen, weil... das wäre schlimm. Okay, da dürfte ein Power-Up drin sein. Irgendwo... hoffen wir es zumindest mal. Ah, ein Pilz, okay. Und hoch. Wow, und Pilz wieder verloren. Supi. Was mit diesem.
rumgeschleudert werden mag ich ja gar nicht. Okay. Wir hatten keinen Mittelpunkt. Ich hasse Level, wo es keinen Mittelpunkt gibt. Das ist doch... Ah! Ist so bescheuert. Ich meine, warum soll man das in einem Rutsch schaffen? Genau wie diese blöde Fliege-Cooper-Welt. Das war genau der gleiche Müll. Ist hier an der Wand irgendwas? Hm, na, ich glaube nicht. Gut, das Ganze nochmal in schnell, hoffentlich. Allerdings ohne Feuerblume, was nicht unbedingt... Ah, okay, hier ist ja einer drin. Gut. Oh, ups. Man schaut kurz vom Bildschirm weg und dann wird man auch schon erwischt. Hier hoch. Okay, so. Nein! Mist. Ach ja, dunkles Unterwasserlevel. Schlimmeres hätten sie sich ja gar nicht mehr ausdenken können. Ops. Ops. Tot. Na gut, dann benutze ich den mal als Ersatzfeuerblume. So kann man auch wie ein Korken oben schwimmen, auch nicht schlecht. Donk, donk, donk. So. Und wieder die Quallen. Und Feuerblume. Gut. Bei dem Abschnitt daher wird es natürlich trotzdem ganz schön schwierig, weil ich nicht nach oben schießen kann. Mit Feuerblume, die ich fast verloren hätte. Fast. Fast. Boah, Blooper. Hyper-Blooper, die sind wahnsinnig schnell. Und er hängt fest. Yay. Kommt her. Blooperchen. Naja, ein Leben könnte ich ja gebrauchen. Ah, ja. Oh, ein bisschen mehr. So. Ah, kurze Beleuchtung. Und ich schwimme genau in das Teil rein. So. Diesmal machen wir das Ganze ein wenig langsamer. Du gehst hoch. Okay. Ja. Wow. Ah. Viel zu viel Strömung. Nein. Nein. Mario ducken. Hier kommt bestimmt irgendwo ein Fisch, der mich tötet, weil ich nichts sehe. Oh, puh. Also hier hätten sie ruhig ein paar Blöcke hinstellen können. Uiuiui. Moment. Das ist das Ende. Okay, ich darf hier nochmal rein. Wo könnte der letzte gewesen sein? Hm, naja. Finde ich schon noch. Ich werde diesmal...